Der beliebteste bayerische Biergarten Deutschlands, Jupp unter de Böcken, wurde am Wochenende 70 Jahre alt. Für die Inhaber ein Grund, um mit allen Stammgästen und Touristen ein Fest zu feiern. Seniorenchefin Mechthild Geldmann ist seit 53 Jahren im Betrieb. Sie kann sich noch an die Anfänge erinnern. 65 habe ich mit meinem Mann das übernommen, und dann aber ganz klein auch. Und dann haben wir das 2000 habe ich das dann abgegeben, wo mein Mann gestorben ist. Und jetzt machen meine Kinder das weiter. Wir haben ja damals immer versucht, schon mal zu bauen, aber wir haben es nicht geschafft. Jetzt haben die Kinder es geschafft und bin ich ganz glücklich drüber. 1948 ist unser Opa angefangen und hat hier in der Nacht- und Nebelaktion die erste Hütte hingestellt, die auch tatsächlicherweise bis 2008 hier gestanden hat. War eng, es war weniger zu tun, aber es hatte auch seinen Charme, sage ich heute immer wieder. Ne? Also alle, die sagen, oh, früher, nein, früher hatte auch seine schönen Zeiten und auch jetzt. In den zurückliegenden Jahrzehnten wurde im Biergarten ständig etwas verändert. Die jetzigen Inhaber Martina Hörstrup und Toddy Geldmann ließen ihrem Ideenreichtum freien Lauf. Sehr zur Freude der vielen Besucher. Wir haben ja nach dem Tod unseres Vaters im Jahr 2000 zusammen mit der Stadt einen Plan hier entwickelt, dass das Ganze auf vernünftige Füße gestellt wird. Und nachdem wir dann 2008 das Haus gebaut hatten, hat es sich also stetig weiterentwickelt, größer geworden, attraktiver hoffentlich auch für unsere Gäste geworden. Und natürlich dann halt auch die Erweiterung mit unserer Seebar, die wir im Obergeschoss gemacht haben, wo wir unseren Feierraum haben. Das sind so sicherlich die großen Highlights, die wir hier haben. Zum Jubiläum des Biergartens hatten sich die Organisatoren etwas einfallen lassen. 70 Stunden lang sorgten verschiedene Bands und andere Akteure für gute Unterhaltung. Also wir haben jetzt zu unserem 70-jährigen Jubiläum haben wir eine 70-Stunden-Party angefangen. Da sind wir Freitagnacht um 0.01 Uhr mit angefangen. Mit dem Simon und dem Breddy. Die haben wir am Lagerfeuer gesessen und haben schön Musik gemacht. Und wir werden jetzt 70 Stunden durchfeiern bis Sonntagabend um 10 Uhr. Mit Abschluss dann mit dem WM-Finale. 45 Mitarbeiter kümmern sich während der Hauptsaison um das Wohl der Besucher. Ein ausgeklügeltes Selbstbedienungssystem sorgt dafür, dass es kaum Warteschlangen gibt. Es ist, ich denke mal, für alle eine gute Regelung da, auch für uns. Es läuft in der Küche ziemlich schnell, rechts und links sind zwei Kassen. Ja. Es ist einfach schön hier am See. Es ist immer eine nette Stelle, um mal Pause zu machen, wenn man hier unterwegs ist. Ich kann mich nur anschließen, ist egal, wo man um See rum ist. Man kommt hier an, man wird super empfangen, alle freundlich, nett. Was hält Ihnen denn hier so besonders? Alles, die Spaziergänge, die Wege, schönen Kaffee und Kuchen, super. Seit Jahren gilt der Halterner Biergarten als beliebtester bayerischer Biergarten Deutschlands. Für die Inhaber bedeutet diese Auszeichnung viel, denn sie wird vom Hofbräuhaus in München verliehen. Es gibt eine große Organisation in München, die also jedes Jahr den beliebtesten und schönsten Biergarten Deutschlands auszeichnet. Die haben eine riesen Internetplattform und da ist es also so, dass die Gäste das Ganze beurteilen und da ihre Stimme abgeben für ihren Lieblingsbiergarten. Ja, es zählt sicherlich immer das Gesamtpaket, dass halt es attraktiv ist, dass es ordentlich ist, dass es sauber ist, dass es natürlich attraktiv für die Gäste ist, dass es ständig was Neues gibt, dass man sich immer was Neues einfallen lässt für die Gäste. Stillstand ist Rückgang. Das wissen auch Toddy Geldmann und Martina Hörstrup. Sie schmieden schon Pläne für eine weitere positive Erweiterung des Biergartens, zum Beispiel eine Sonnenterrasse mit Seeblick. Die Besucher können sich auch künftig über viele neue Ideen freuen.